Ernährung, das ist das Wichtigste, was wir heute tun können, um lange gesund zu bleiben bis ins hohe Alter. Namhafte Altersforscher sagen uns, eine gemüsebasierte Ernährung sei das A und O. Und gemüsebasiert heißt, 80% unserer Nahrung sollte aus Gemüsen, Kräutern, Obst, Nüssen und Bohnen bestehen. Wieso? Was ist dran an pflanzlicher Nahrung, was andere Lebensmittel uns nicht geben können? Und das frage ich jetzt einen auf sekundäre Pflanzenstoffe, also auf pflanzliche Inhaltsstoffe spezialisierten Wissenschaftler. Er ist Ernährungswissenschaftler der Universität Gießen und heißt Professor Gunther Eckert. Danke, dass Sie dabei sind, Herr Eckert. Gerne. Ich steige gleich ein. 80% gemüsebasiert, das klingt ja erstmal, ja, ganz nett. Aber das heißt, pro Tag sollte man ungefähr 500 bis 600 Gramm, also einen richtigen Berg an Gemüse zu sich nehmen und gar nicht so viel anderes. Sollte die Ernährung tatsächlich so aussehen, Herr Professor Eckert? Ja, so sah sie eigentlich ganz früher schon so aus. Also da kommen wir letztendlich her. Und unser Körper hat die Evolution noch nicht ganz mitgemacht. Deswegen weniger ist hier an der Stelle mehr. Und es sind, ich habe ja gesagt, Sie sind für sekundäre Pflanzenstoffe zuständig in der Forschung. Es sind vor allem die sekundären Pflanzenstoffe, die für ein gesundes, langes Leben sorgen könnten. Aber wieso sind die eigentlich sekundär? Ja, weil die von den Pflanzen hergestellt werden, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Also zum Beispiel schützen sich die Pflanzen mit diesen Stoffen vor Fraßfeinden. Die schmecken zum Beispiel furchtbar bitter, dass wenn irgendein Tier das anknabbert, das Pflänzchen, dass es dann praktisch davon ablässt. Oder die schützen sich vor übermäßiger UV-Strahlung. Und die dienen praktisch nicht dem eigentlichen Stoffwechsel der Pflanzen, sondern unterstützen die Pflanzen und deswegen heißt es sekundär. Und im menschlichen Körper kommen diese sekundären Pflanzenstoffe selbstverständlich nicht vor. Wie viel gibt es denn eigentlich davon und wie gut sind die bis heute erforscht? Es klingt ja so, als sei das ein ziemlich neues Forschungsgebiet. Ja, die Pflanzenstoffe werden schon lange erforscht. Da gibt es also viele Zehntausende unterschiedlicher Verbindungen. Was jetzt ganz neu ist, ist, dass man sich damit beschäftigt, welche Pflanzenstoffe überhaupt im Körper auftauchen, beziehungsweise welche dann im Blut messbar sind und welche dann in den Zellen unseres Körpers auch Effekte vermitteln. Und da ist man auf der Spur, dass es eben nicht die ursprünglichen Stoffe sind, die in den Pflanzen gefunden werden, sondern dass unser Körper bzw. unser Mikrobiom, das heißt die kleinen Darmbakterien, von denen so viel die Rede ist, diese umsetzen und dann praktisch kleine Moleküle unser Blut und die Zellen erreichen. Also für uns kann das eine Schatzkammer an Langlebigkeitswirkstoffen sein. Gucken wir uns aber vielleicht noch mal die Spender an, also die Gemüse und die Obstsorten etc. Da variiert ja der Gehalt an sekundären Pflanzenstoffen enorm, je nach Standort, Witterungsbedingungen etc., Jahreszeit. Was kann man dazu sagen? Wie sicher kann man sein, dass zum Beispiel ein Gemüse eine bestimmte Menge an Langlebigkeitswirkstoffen, sekundäre Pflanzenstoffe birgt? Ja, wenn man sich die Analysen anschaut, haben Sie recht, Frau Ruhe, das kann schon sehr stark variieren, aber im Mittel findet man doch dann für die Top-Kandidaten doch solide Werte, die man dann angeben kann. Man muss aber als Verbraucher wissen, dass es natürlich hier streuen kann, dass es mal mehr, mal weniger vorhanden ist, macht aber relativ wenig aus, da wir ja, wie Sie vorhin gesagt haben, einen ganzen Berg von Gemüse essen müssen und am besten unterschiedliche Sorten, so dass wir hier auch dann genug von den Stoffen aufnehmen und uns, sagen wir mal, auf das Milligramm genau auch gar nicht die Gedanken machen müssen.
Und wenn wir uns jetzt die Schatzkammergemüse angucken, da fragen sich natürlich auch unsere Hörerinnen und Hörer und Zuschauerinnen und Zuschauer, wie ist es denn mit dem Reifegrad? Wenn ich ein Gemüse oder ein Obst habe, das vielleicht lange gereist ist, das unreif geerntet worden ist, enthalten die weniger an sekundären Pflanzenstoffen? Ja, das kommt darauf an. Also es kann natürlich sein, durch langen Transportwege, dass sekundäre Pflanzenstoffe durch enzymatische Prozesse, das sind also biologische Prozesse in den Pflanzen, auch wieder abgebaut werden. Oder wenn wir zum Beispiel dran denken, dass Stoffe Pflanzen unreif geerntet werden, dass eben auch ein anderes Spektrum an sekundären Pflanzenstoffen da drin vorhanden ist. Zum Beispiel bei der Olive konnten wir zeigen, das sind unreifen Oliven, die normalerweise nicht verspeist werden. Aber da haben wir Pflanzenstoffe drin gefunden, die hochpotent sind. Jetzt ist natürlich die Frage, was fängt man damit an? Man kann natürlich nicht empfehlen, dass man unreife Oliven isst, aber es ist schon eine sehr interessante Sache. Und natürlich muss man auch darauf achten, auf die Lagerungsbedingungen und dass man eben hier die Sache auch dann entsprechend im Blick behält, wobei es natürlich auch dann wieder Inhaltsstoffe gibt, die sehr stabil sind und andere, die halt weniger stabil sind. Ja. Wie viele sekundäre Pflanzenstoffe, die für den Menschen interessant sind, gibt es denn? Ach, das geht auch schon in die mehrere Tausende. Also das ist ein Riesenpotenzial. Wir teilen deswegen diese sekundären Pflanzenstoffe in bestimmte Familien ein und in Unterfamilien sozusagen, die man chemisch differenzieren kann. Und wenn man dann schaut, was im Körper letztendlich ankommt, die Verbindungen, die praktisch vom Körper aufgenommen werden, nachdem sie durch die Bakterien im Darm zerkleinert wurden, dann reduziert sich das Ganze schon ein bisschen. Aber wir haben da immer noch ein riesen Reservoir an unterschiedlichen Stoffen, die wir erforschen können. Und jetzt wollen wir natürlich deutlich machen, warum 80-prozentig gemüsebasierte Ernährung wirklich was bringt für ein gesundes, langes Leben. Was vermutet man denn? Denn bis ins Letzte ist ja vieles noch nicht erforscht. Aber was vermutet man denn an positiven Effekten, um die Alterskrankheiten von der Bettkante zu schubsen, wenn man 80% gemüsebasiert isst? Welche Krankheiten können eventuell verhindert werden? Also das fängt bei den ernährungsassoziierten Krankheiten an. Fettleibigkeit oder Adipositas, die Zuckerkrankheit, Diabetes mellitus, wo wir früher vom Altersdiabetes gesprochen haben, was heute schon bei jungen Leuten oder Kindern sogar auftritt. Der Typ-2-Diabetes, der ganz klar auf einer Fehlernährung basiert. Aber auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebserkrankungen bis hin zu neurologischen Erkrankungen inklusive der Demenz. Und da fragt man sich, Mensch, diese Bandbreite und das soll das Gemüse bringen, hat auch was mit dem Mikrobiom zu tun, denn wir haben hier besonders viele Ballaststoffe im Gemüse und da freuen sich unsere Darmbakterien und die brauchen wir, um praktisch aus dem Gemüse wieder die guten Stoffe herauszubekommen, die für den Körper besonders wichtig sind. Und wenn wir von 80% Gemüse reden, reden wir von 20% anderen Dingen, die wir verspeisen. Und da gehört zum Beispiel dann das rote Fleisch dazu, was wir deutlich reduziert haben, und die Wurstwaren, wo wir ja auch schon wissen aus anderer Quelle, dass die mit einem erhöhten Krebsrisiko und auch Herzinfarktrisiko assoziiert sind. Ja, und es ist ja auch, muss man sich erstmal klar machen, es ist ja auch in tierischen Lebensmitteln, egal jetzt ob Milchprodukte oder eben Fleisch, es sind da null sekundäre Pflanzenstoffe und auch null Ballaststoffe drin, gell? Das Thema Antioxidantien. Viele sagen ja und meinen, dass sie mit Gemüse und Obst sehr viele Antioxidantien aufnehmen. Das heißt, dass sie den oxidativen Stress, das heißt den Stress durch freie Sauerstoffradikale, die dann unsere DNA, unsere Erbsubstanz angreifen können und viele andere Schäden anrichten können, dass sie damit viel tun können gegen den oxidativen Stress. Ist das so? Ja, das kann man schon so sagen. Das ist nach wie vor so. Nur die Mechanismen sind ein bisschen anders, wie man das noch vor 15, 20 Jahren gedacht hat. Man hat also praktisch so Reagenzgläschen genommen,
hat Pflanzenextrakte reingetan und hat dann gemessen, wie gut hier Sauerstoffspezies abgefangen werden. Und wenn das besonders gut funktioniert hat, hat man gesagt, oh, das hat eine hohe antioxidative Kapazität und hat dann einfach rückgeschlossen, dass das so im Blut auch sein muss. Das gilt für einige der Stoffe, ja. Aber die meisten Stoffe wirken dadurch antioxidativ, dass sie praktisch unsere Zellen dazu anregen, selbst die Abwehr in die Hand zu nehmen. Das ist ein sogenannter Hormesis-Effekt. Also wir haben praktisch eine kleine toxikologische Nadelstich sozusagen, der unsere eigenen Zellen dazu bringt, besser mit dem oxidativen Stress umzugehen, den die Zellen ja auch selbst produzieren. Und das ist schon ein sehr spannendes Feld. Würde auch eben wieder zum Beispiel Krebsprophylaxe bedeuten, gell? Richtig. Krebsprophylaxe, aber auch andere Prozesse, vor allen Dingen Alterungsprozesse, werden ja durch freie Radikale provoziert. Hier kommt es auch zu Veränderungen der Erbsubstanz und zu Veränderungen an den Mitochondrien. Ich erwähne das deswegen, das sind die Zellkraftwerke, weil wir da viel zu arbeiten in der Arbeitsgruppe. Und da kann man eindeutig zeigen, wenn man älter wird, dass eben die Zellen in unserem Körper weniger Energie zur Verfügung haben, weil diese Kraftwerke nicht mehr richtig funktionieren. Und mit sekundären Pflanzenstoffen kriegt man die praktisch wieder verjüngt. Also, ich glaube, es ist jetzt allen klar, wir sollten wirklich viel Gemüse und Obst essen. Jetzt ist die Frage, bevor wir zu Ihrer Hitliste der 100 wertvollsten Gemüse- und Obstsorten kommen, jetzt ist die Frage, ist eigentlich in biologisch angebautem Gemüse und Obst oder auch in Wildpflanzen, ist da mehr drin an diesen Wunderstoffen, nicht nur sekundäre Pflanzenstoffe, sondern wir werden gleich auch noch zu den ganzen anderen weiteren Wirkstoffen kommen, wie Mineralien, wie Vitaminen etc. Ist da mehr drin als in denen, die im Gewächshaus gezüchtet worden sind, weil die ja weniger Stress haben im Gewächshaus, die müssen sich nicht so wehren und das heißt also weniger sekundäre Pflanzenstoffe? Fragezeichen. Das möchte man so annehmen, aber wenn man sich die Untersuchungen anschaut, ist es nicht so 100% klar der Zusammenhang. Also die viele Untersuchungen bestätigen diese Theorie. Wir hatten selbst Untersuchungen in einem großen EU-Projekt dazu angestellt und da kam es wirklich dazu, auch sagen wir mal, dass hier die Gehalte an Wildpflanzen bei Wildpflanzen wesentlich höher waren. Es gibt aber auch andere Untersuchungen, die kommen immer, sagen wir mal, auch auf die Pflanzen und die sekundären Stoffe an. Also meine Empfehlung wäre da schon zu gucken, dass wir im biologischen Bereich bleiben, nicht nur was die Inhaltsstoffe angeht, sondern weil die Pflanzen auch anders behandelt worden sind und eben keine Pflanzenschutzmittel gesehen haben. Und das kann natürlich dann schon auch die Pflanze beeinflussen. Also wir können schon sagen, Bio mit großer Wahrscheinlichkeit gehaltvoller. Und was ich von vorhin noch mitgenommen habe, lange Reise und unreif geerntet, muss nicht unbedingt bedeuten, dass unsere Langlebigkeitswirkstoffe minimiert sind oder dass da weniger drin ist, sondern das kann bedeuten, dass das durchaus auch wertvolle Gemüse- oder Obstsorten sein können. Ja, wobei man natürlich sagen muss, vielleicht lange Reise, da kommt einem sofort der Begriff der Nachhaltigkeit natürlich auch in den Sinn, dass man schon gucken sollte, dass man regionales Gemüse und auch saisonales Gemüse zu sich nimmt. Das hat natürlich den Gesundheitsaspekt, ganz klar, aber auch natürlich den Nachhaltigkeitsaspekt. Das sollten wir nicht ganz vergessen. Ja, und damit kommen wir auch direkt zu Ihrer Hitliste der 100 wertvollsten Obst- und Gemüse- und Nuss- und Bohnensorten. Das haben Sie für unser gemeinsames Buch entwickelt, der Verjüngungsplan. Das Buch ist ganz bald auf dem Markt. Moment, das müsst ihr schneiden, weil wir es ja danach senden. Ich sag's nochmal. Und da sind wir jetzt bei der Hitliste, die Sie entwickelt haben, die Hitliste der 100 wertvollsten, also gehaltvollsten Gemüse, Obst, Bohnen, Kräuter und Nusssorten. Das, denke ich mal, war eine unglaublich aufwendige Arbeit. Und frage erst mal, ist es tatsächlich, wie
ich es wahrgenommen habe, die erste Liste, die erste Hitliste der gehaltvollsten Gemüsesorten etc. überhaupt. So wie ich das gesehen habe, ja. Also es gibt natürlich da schon Veröffentlichungen zu sekundären Pflanzenstoffen und auch zu Recherchen. Aber unter dem Aspekt, dass wir das den Menschen als Kochgrundlage darreichen wollen, ist das wirklich das erste Mal, dass hier so konkrete Angaben gemacht werden im Zusammenhang mit der Anleitung sozusagen, was Leckeres und Gesundes daraus zuzubereiten. Genau, wir haben 100 Top-Gemüse- und Obstsorten und 70 Rezepte dazu im Buch. Jetzt müssen Sie kurz erklären, nach welchen Kriterien sind Sie vorgegangen? Welche Wirkstoffe für eine gesunde Langlebigkeit haben Sie denn überhaupt genutzt für die Bewertung? Ja, primär habe ich nach den sogenannten Polyphenolen geguckt. Das sind praktisch die sekundären Pflanzenstoffe, aus denen die meisten Langlebigkeitsmoleküle entstehen. Und in zweiter Linie zu sonstigen sekundären Pflanzenstoffen und weiteren gesunden Inhaltsstoffen. Und da war ich sehr glücklich, dass es ein EU-Projekt gab, die eine große Anstrengung gemacht haben, praktisch die ganzen Stoffe, die es gibt, zu erfassen auf einer Webseite, auf der man sehr gut dann recherchieren konnte. Ja, aber es kommen eben außer den sekundären Pflanzenstoffen Polyphenole, da kommen ja jetzt die Mineralstoffe dazu, da kommen die Vitamine dazu, die Ballaststoffe, haben Sie ja auch gesagt, sind wahnsinnig wichtig. Aminosäuren, Pflanzen haben ja die Bausteine für Proteine. Also Sie haben die alle mit einbezogen in die Bewertung. Der Wahnsinn. Exotische Obst- und Gemüsesorten haben Sie zum großen Teil rausgelassen, weil, Fragezeichen. Ja, weil wir da ja den regionalen Aspekt berücksichtigen wollten. Und wir müssen auch gucken, zum Beispiel Früchte enthalten unheimlich viel Zucker. Und wir wollen uns natürlich nicht die guten Moleküle einkaufen, indem wir dann exorbitante Mengen an Zucker uns zuführen. Das wäre dann praktisch wieder abträglich dem Langlebigkeitsgedanken. Und negativ wirkende Wirkstoffe haben Sie natürlich auch mit berücksichtigt. Also dazu gehört diese berüchtigte Oxalsäure, dazu gehört Nitrat und dazu gehört auch Zucker. Richtig. Es ist klar, wir haben einige Stoffe, Rhabarber, Spargel zum Beispiel, wo einiges an Oxalsäure vorhanden ist, wo eben Menschen, die Probleme mit ihren Nieren haben, etwas vorsichtiger sein müssen. Wir haben dann die Problematik mit dem Nitrat und dem Nitrit. Aber man kriegt das gut im Griff, wenn man eben hier den Gemüsebaukasten bunt hält und eben nicht so häufig dann von den Gemüsesorten verzehrt, die besonders reich an diesen eher negativen Stoffen sind. Jetzt sind natürlich alle total gespannt, was ist denn da so auf den ersten Plätzen beim Gemüse, beim Obst, bei den Bohnen, bei den Nüssen etc. Vielleicht können Sie uns ein paar Beispiele auch mit Ihren speziellen Inhaltsstoffen nennen, die Sie besonders hoch gerankt haben. Ja, also wir haben zum Beispiel ganz vorne den Mangold oder das Mangold, ich weiß gar nicht, wie er betitelt wird. Auf jeden Fall Mangold hat eines der höchsten Polyphenolgehalte, im Durchschnitt so 830 Milligramm pro 100 Gramm. Und da sind dann so Sachen drin wie Hydroxybenzoesäuren oder Hydroxyzimtsäuren, die hier besonders wertvoll sind. Aber auch Vitamin C zum Beispiel als Antioxidanz. Aber auch besonders viel Oxalsäure und auch ein hoher Gehalt an Nitrat, sodass sagen wir mal, der Mangold, sagen wir mal, als Highlight der Woche auf den Tisch kommen kann, aber halt auch nicht jeden Tag verzehrt werden sollte. Dann haben wir eine klassische deutsche Varietät, das ist Rotkohl. Der hat auch ordentlich Polyphenole mit 450 Milligramm.
Und hier sind besonders viel Anthocyane drin. Das sind nämlich die Stoffe, die den Rotkohl rot färben. Und da haben wir zum Beispiel das Cyanidin, für das eben Gesundheitswirkungen berichtet sind. Und wir haben dann natürlich bei Kohlsorten natürlich die Senfölglykoside, das, was die auch ein bisschen scharf macht, ein bisschen astringierend macht. Diese Senfölglykoside gehören zu der chemischen Gruppe der Glucosinolate. Und da achten wir schon drauf, dass da auch ordentlich von denen vorhanden ist, weil die auch mit sehr viel Gesundheitswirkung in Zusammenhang gebracht werden. Man kann, wenn man in den Laden geht, durchaus so eine Faustregel mitnehmen und sagen, wenn etwas rot gefärbt ist, wenn etwas bitter oder scharf schmeckt, dann ist es gut. Richtig, das kann man so sagen, weil diese Stoffe ja genau zu diesem Zweck gemacht wurden. Die Pflanze will zwar nicht, sagen wir mal, den Menschen abwehren durch diese Bitterstoffe, aber Fraßfeinde. Und das können wir uns natürlich sehr gut zunutze machen. Gerade wenn man so Bitterstoffe sich anschaut, Thema Olivenöl. Also wenn man gutes Olivenöl rausfinden möchte, dann muss man das einfach probieren. Und je schärfer und bitterer es schmeckt, umso gesünder ist es, weil da sind eben dann besonders viel Olivenpolyphenole vorhanden, die diesen Geschmack tragen. Und für viele Menschen, die haben sich ja dieses Geschmackserlebnis abtrainiert. Die mögen nichts Bitteres, die mögen nichts Scharfes. Und da wurden eben auch aus Gemüsen genau diese Stoffe rausgezüchtet, zumindest die, die halt im Gewächshaus wachsen. Und das ist ungünstig. Das ist absolut ungünstig. Und man kann ja zum Beispiel mal eine Pastinake oder andere Wurzelgemüse im Reformhaus oder Bioladen kaufen und das mal mit der Supermarktqualität vergleichen. Und da wird man genau das feststellen, dass eben hier diese Biogemüse, die ursprünglich gehalten sind und vielleicht sogar auch noch ursprüngliche Sorten sind. Also Sie haben ja richtig gesagt, es wurde da rausgezüchtet, also die ursprünglichen Sorten sozusagen verwässert, um dem allgemeinen Geschmack wohlfälliger zu sein. Dann kann man das gut feststellen. Und man sollte dann gucken, dass man auch möglichst alte Gemüsesorten dann auch wieder entdeckt. Radieschenwurzel zum Beispiel ist auch was Tolles oder Schwarzwurzel. Ja. Herr Professor Eckert, scharf, bitter, rot gefärbt, dunkel gefärbt, das ist wirklich ein Hinweis auf gesunde Langlebigkeit im Gemüse. Vielleicht können Sie uns noch ein bisschen mehr aus Ihrer Hitliste der 100 wertvollsten Gemüse vorstellen. Ja, also wenn wir schon bei den Bitterstoffen sind, denken wir vielleicht auch noch an Salate. Hier würde ich zum Beispiel mal an den Rucola denken, der auch, sagen wir mal, auf die vorderen Plätze in der Hitliste geschafft hat. Ein weiteres Gemüse, was man übrigens auch sehr gut als Salat verarbeiten kann, ist Babyspinat oder Spinat im Allgemeinen. Da haben wir ordentlich Inhaltsstoffe. Ganz kurz bei Spinat ist es ja auch wiederum so ein Ding. Zum einen ist da Oxalsäure wiederum drin und man sollte, das habe ich von Ihnen gelernt, nicht unbedingt den Blub dazu tun, also Milchprodukte wie Sahne oder saure Sahne oder was auch immer. Ja, am besten sollte man dann hier solche, das ist ja so Komplexbildner drin, also die praktisch dann hier die guten Inhaltsstoffe des Spinats, was jetzt hier an Mineralstoffen angeht, dann praktisch wegfangen können, so dass der Körper die nicht aufnehmen kann. Also der Blub schmeckt zwar gut, aber den kann man sich in dem Fall sparen. Also Spinat möglichst nicht als Rahmspinat zu sich nehmen, ist auch ein bisschen verdecktes Fett, wenn man so will. Deswegen lieber als, ja, als Salat finde ich das eine ganz tolle Zubereitungsform. Dann wollte ich noch auf die rote Beete zu sprechen kommen. Das ist für mich auch so ein Highlight. Aber da muss man aufpassen, wenn man die aufschneidet, am besten zieht man Gummihandschuhe an, sonst sind die Hände gefärbt. Aber das deutet ja schon wieder darauf hin, Farbstoff.
Das ist gut für die Inhaltsstoffe, die da entsprechend drin sind. Das ist das Betanin, was übrigens auch als Lebensmittelfarbstoff in der Lebensmittelindustrie verwendet wird. Natürlich in viel geringerer Konzentration als wie das, was wir zu uns nehmen, wenn wir frische rote Beete uns aufschneiden. Das ist natürlich hier, sagen wir mal, Kohlrabi, die ganzen Kohlgemüse sind hier zu nennen. Und das entsteht bei mir gerade im Kopf. Das sind wir so ein bisschen bei der Nordic Diet, weil das alles Gemüse sind, die so aus dem nördlichen Bereich kommen. Wir können aber auch hier die Liste dann noch erweitern mit weiteren Kohlgemüsen. Also Kohl ist immer gut, kann man sich merken. Aber auch zum Beispiel Oliven. Hatten wir vorhin ja schon kurz angesprochen, kann man sehr gut genießen. Auch, sagen wir mal, eingelegte Oliven, die sind auch sehr gehaltvoll. Und natürlich das, was bei den Oliven rauskommt, das haben wir jetzt nicht extra in die Hitliste überführt, aber ist natürlich logisch, wenn man die Oliven extrahiert, also das Öl gewinnt, dass das hier auch besonders ja, gehaltvoll ist an, ja, an sekundären Pflanzenstoffen. Aber wenn wir jetzt ganz viel Gemüse essen, dann müssen wir doch Proteine zu uns nehmen oder Aminosäuren. Das heißt Bohnen, 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 ne? Die sind ja auch auf Ihrer Liste. Ja, auf jeden Fall. Da muss man als allererstes zum Beispiel die Ackerbohne und die Kidneybohne nennen. Vor allem den Kidneybohnen. Aber auch, wenn wir viel Protein zu uns führen wollen, auch an Kichererbsen zum Beispiel denken, die besonders proteinreich sind. Und wir müssen an das Protein denken natürlich, wenn wir nämlich das Fleisch und die Milchprodukte entsprechend reduzieren bei der pflanzenbetonten Ernährung. Die Veganer wissen das. Da brauchen wir andere Proteinquellen. Und wie wir eben gerade schon gesagt haben, Bohnen, aber auch Erbsen zum Beispiel, Linsen sind sehr gute Proteinquellen, die als Alternative hier dienen können. Und die neuesten Studien zeigen, die Aminosäuren, die in diesen Pflanzen drin sind, sind besser für gesunde Langlebigkeit als einige, die in tierischen Produkten drin sind, wie zum Beispiel Methionin, das dem ja jetzt Krebserregung nachgesagt wird. Ja, das ist aber mit der Krebserregung und einzelnen Wirkstoffen muss man immer aufpassen. Das sind natürlich dann auch Studien, die mit so hohen Konzentrationen gemacht werden. Man muss da halten wie Paracelsus. Alles ist Gift, nur die Dosis macht das Gift. Also da muss man immer ein bisschen aufpassen, weil Methionin ist natürlich auch ein Stoff, da muss man auch gerade bei pflanzlicher Ernährung gucken, dass man eben hier zum Beispiel in Erbsen ist das in hoher Konzentration drin. Das ist eine essentielle Aminosäure, die wir zuführen müssen. Und da dürfen wir das auch nicht verteufeln. Ne? Obst haben Sie noch gar nicht genannt. Warum? Ja, wir haben das Obst ja so ein bisschen ja, stiefmütterlich behandelt aufgrund des generellen hohen Zuckergehaltes. Andererseits, wenn man mal reinguckt in einige Früchte, dann ist der Zuckergehalt von manchen Früchten gar nicht mal so hoch, so dass man sagen kann, Mensch, das ist auch akzeptabel. Und wir brauchen natürlich auch ein bisschen Süße in unserem Speiseplan, um praktisch hier unseren Insulinhaushalt, unseren Zuckerhaushalt anzuregen und natürlich auch für den Geschmack. Und es gibt hier zum Beispiel Top-Kandidaten, die man vielleicht gar nicht so auf Plan hat. An allererster Stelle steht bei uns doch der Holunder, der schwarze Holunder, der allerdings, um ihn zu genießen, gekocht werden muss. Da ist ein Giftstoff drin, der bei rohem Verzehr Magenschmerzen verursachen würde. Aber Holundersaft gekocht ist ein wunderbares Beiwerk und bringt unheimlich viel Polyphenole. Also wir haben hier fast 2 Gramm, also 2%. 2 Gramm pro 100 Gramm Polyphenole, was schon sehr gut ist. Genauso wie alle anderen dunklen, ne? Beeren. Ja, wie zum Beispiel schwarze Johannisbeere, die zwar nur die Hälfte hat, aber trotzdem vielleicht besser verfügbar ist und die man nicht vorher mit Wärme behandeln muss. Die schwarze Johannisbeere zum Beispiel mit einem extrem hohen Anthocyangehalt, aber auch mit sehr, sehr viel Vitamin C.
Das ist natürlich schon, oder nee, weiter. Und wenn wir bei den dunklen Früchten bleiben, da haben wir die Brombeeren, die da nur ganz knapp hinten dran kommen, die hier sehr, sehr gut Polyphenole liefern, aber weniger Vitamin C. Also da ist die schwarze Johannisbeere schon top. Auf dem Niveau der Brombeere bewegen wir uns dann auch, wenn wir über Heidelbeeren sprechen oder die Blaubeere. Da gibt es ja entsprechende Varietäten, wo praktisch nur die Schale gefärbt ist. Das ist so die amerikanische Brombeere, aber die nordische Brombeere, die Wildbrombeere, da ist auch das Fruchtfleisch blau gefärbt. Und wenn man so eine erwischt im Bioladen, dann ist man natürlich ganz besonders gut ausgestattet. Da müsste sich vielleicht gleich anfügen, wo sitzen denn eigentlich die meisten sekundären Pflanzenstoffe, Polyphenole, in den verschiedensten Gemüsen und Obstsorten? Ja, gerade bei Obst, also ich habe gerade die Blaubeere angesprochen, also müssen wir auch den Apfel nennen. Der heißt immer, an apple a day keeps the doctor away. Aber nur dann, wenn der Apfel nicht geschält ist, denn die ganzen guten Polyphenole, die sitzen praktisch unterhalb der Schale oder in der Schale. Und wenn die natürlich weggeschält ist, dann hat der Apfel gar nicht mehr so seine Potenz, was die Polyphenole angeht. Bei Gemüse ist es so, dass es meistens im Gemüse selbst verteilt ist. Da in den ganzen Kohlsorten zum Beispiel, da ist es eigentlich relativ homogen in dem Gemüse verteilt. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel die grüne Gurke nehmen, die hat ja eine Schale, die wird immer, eigentlich immer weggenommen. Oder es gibt ja viele andere Gemüse, die man schält, ist ungünstig, gell? Und auch die Frage der Kerne, also auch beim Apfel, ist in den Kernen besonders viel drin? Ja, einen Kern hat man normalerweise sehr viele. Man muss nur aufpassen, es gibt halt manche Steinobstsorten, die wir aber nicht unbedingt verzehren. Also jetzt zum Beispiel Pflaumenkerne oder Apfel. Da haben wir natürlich dann entsprechend Stoffe drin, die Giftstoffe freisetzen können. Aber in den normalen Kernen haben wir natürlich besonders viele. Haben wir besonders viele Polyphenole und die Kerne selbst sind auch wieder Ballaststoffe natürlich, genauso wie die Gurkenschalen zum Beispiel. Ja, wir schälen unsere Gurken auch eigentlich, aber die Schale wird nicht weggeworfen, sondern das kriegen unsere Hunde in ihr Barfutter als Ballaststoff sozusagen. Aber man würde es als Mensch besser mitessen. Gibt ja auch die Variante, dass Gurken zum Beispiel in Scheiben als Ganzes dargeboten werden. Und dann hat man wirklich was von, weil die Bakterien im Darm freuen sich über diesen Ballaststoff, der da kommt. Gibt es noch Highlights in Ihrer Liste, auch Überraschungen für Sie, sodass Sie gesagt haben, Mensch, es ist eine Entdeckung, dieses Obst oder dieses Gemüse oder diese Bohne oder diese Nuss? Ja, also was so ein bisschen abgefallen war, war der Kürbis. Ich mache sehr viel in meiner eigenen Küche mit Kürbis. Habe gedacht, Mensch, der ist so intensiv gefärbt. Der war jetzt nicht so vorne dabei. Aber wenn man sich zum Beispiel die ganzen Hülsenfrüchte angeschaut hat, muss ich sagen, da war man doch auch dann schon überrascht, wie viel an Inhaltsstoffen Bohnen vor allen Dingen mitbringen, sodass man eben gerade, wenn man das als Grundlage nimmt bei einer pflanzenbasierten Ernährung, die auch eine Sättigung herbeiführen können und besonders viel Protein uns zuführen, man da sehr gut zu Hause ist. Und was ich wirklich neu entdeckt habe, war zum Beispiel die Linse. Also Linsen sind wunderbare, ja, wunderbare pflanzliche Lebensmittel, mit denen man sehr viel machen kann und mit denen man auch sich viel Gutes tut. Also ich fasse jetzt mal an dieser Stelle zusammen. Ich habe noch zwei, drei andere Fragen. Alles, was pflanzliche Aminosäuren enthält, also vor allem Bohnen, die verschiedensten Kichererbsen und sonstiges Sorten sind wahnsinnig gut. Alles, was scharf ist, alles, was bitter ist, alles, was Kohl ist. Dann finde ich in bestimmten Obstsorten, die dunkel sind, vor allem dunkle Beeren, die haben ja dann im Verhältnis zur Schale
eine geringe Fruchtfleischmenge. So haben sie dann ganz viel in der Schale an diesen tollen, wertvollen Stoffen. Das heißt also, dunkel gefärbte Beeren sind wahnsinnig gut. Ich werde wahrscheinlich nicht zu viel Ananas, Banane, Mango und so etwas essen, weil da einfach zu viel Zucker drin ist. Vielleicht auch in der Wassermelone. Die sind ja häufig auch wahnsinnig süß. Jetzt kommt aber die Frage, wie verschlossen sind denn manche Gemüsesorten? Also ich denke da an die Tomate. Die hat ja dieses wunderbare Lykopin, das gut ist für uns. Aber wir so leicht in das der rohen Tomate, im Tomatensalat, kriege ich die gar nicht so richtig in meine Zellen rein, um den Verjüngungseffekt zu haben. Vielleicht können Sie uns ein paar Beispiele nennen. Auch der Brokkoli zum Beispiel, das ist ja so ein Star bisher immer. Viele haben gesagt, du darfst nur Brokkoli essen. Vielleicht können Sie uns da mal sagen, die sekundären Pflanzenstoffe, die Polyphenole, die kommen ja zum Teil nicht einfach mal so in unsere Zellen galoppiert, oder? Ja, das stimmt. Also wenn man jetzt zum Beispiel die Tomate nimmt, das Lykopin, da weiß man, dass das am besten bioverfügbar ist, wenn die Tomate ordentlich geköchelt hat bei uns in der Küche, weil dann praktisch das Lykopin, was in den Pflanzenzellen gebunden ist, praktisch aus der Pflanzenzelle freigesetzt wird und dann entsprechend erst vom Magen-Darm-Trakt, also im Darm aufgenommen werden kann. Was ich ja völlig irre fand, ist, dass zum Beispiel dieses Tomatenmark aus der Tube mehr Lykopin enthält als ein Tomatensalat, den ich esse. Ja, da ist es natürlich aber auch so, dass bei dem Mark, da sind ja ganz viele Tomaten drin, die konzentriert sind. Also eine Tomate besteht ja wie das meiste Gemüse zum meisten Teil aus Wasser. Und um Tomatenmark herzustellen, das wird ja aufgekocht und so verkocht, dass das Wasser dann sozusagen verdunstet, dass es total konzentriert ist. Deswegen, also das ist immer gut, wenn man eben Tomatenmark zur Verfügung hat, um praktisch seine Soßen anzureichern. Ja. Da ist noch ganz viel drin und genauso gilt das ja für Tomatensaft und Tomatensuppen, wenn sie denn frisch konzentriert gekocht werden. Das ist natürlich toll. Brokkoli? Ja, das haben wir ja, die Glykosinolate, die da auch entsprechend gebunden sind. Und da gilt eigentlich auch, dass man den Brokkoli ordentlich kochen muss, damit die überhaupt dann freigesetzt werden. Ich habe ein super Rezept für einen Rohkostsalat, wo sehr viel Brokkoli drin ist. Aber da ist es mehr dann Ballaststoff, muss man sagen, weil praktisch von den Senfölglykosiden die gar nicht freigesetzt werden. Also die sind richtig chemisch gebunden in der Zelle sozusagen. Und da muss das entsprechend dann erst durch Kochen sozusagen aus seiner Bindung vertrieben werden, dass es freigesetzt und aufgenommen werden kann. Das hat ja unser Koch, der Stefan Henschel, der die 70 Rezepte für unser Buch entwickelt hat, auch gesagt beim Brokkoli, Dampfgaren. Und das wird ja immer noch ein bisschen Wasser unten natürlich aufzufangen sein. Dieses Wasser nicht wegwerfen, sondern dieses Wasser trinken, weil da sind die Senfölglykosid-Sulforaphan drin. Ja, genau. Man kann auch zum Beispiel das Auffangwasser dann nehmen, um Soßen herzustellen oder wenn man noch eine Suppe vorweg macht, die damit anzureichern. Das ist zum Beispiel ganz wichtig. Also ein alter Tipp auch ist zum Beispiel Kartoffeln. Wenn man also Kartoffeln kocht, dass man die in so wenig Wasser wie möglich kochen sollte, weil man sonst Vitamin C verliert. Das geht nicht kaputt durch die Hitze, aber das wäscht sich aus und ist dann im Kochwasser und man würde das dann wegschütten. Deswegen ist es ein ähnlicher Effekt, dass man hier dann möglichst wenig Wasser verwendet. Und Stichwort Bioverfügbarkeit. Was kommt von diesen Langlebigkeitswirkstoffen dann überhaupt wirklich in meinen Zellen an? Gibt es da Hinweise, ob man Öl zu dem Gemüse dazu tun sollte? Was weiß ich, Zitrone, Zitronensaft, Pfeffer? Das sind ja so bestimmte Hilfsstoffe in der Diskussion, die helfen, diese Wirkstoffe besser aufzunehmen aus den Gemüsen und auch aus dem Obst. Ja, dann kommt es darauf an, um welche Stoffe wir praktisch gerade ringen, dass die auch ins Blut kommen. Haben wir zum Beispiel fettlösliche Stoffe wie Carotinoide, das berühmte Beta-Carotin,
Oder auch das Beta-Xanthin, was im Orangensaft zum Beispiel vorkommt, das sind eher fettlösliche Substanzen, da braucht es ein bisschen Öl. Ja, auch die fettlöslichen Vitamine haben wir gar nicht angesprochen, Vitamin E zum Beispiel, die ganz wichtig sind, um praktisch unseren Körper vor freien Radikalen zu schützen, die brauchen ein bisschen Öl. Und da sollte man gucken, dass man hochwertiges Öl nimmt, Samenöl, was viel Omega-3-Fettsäuren enthält, wie zum Beispiel Leinöl oder Rapsöl. Auch Olivenöl, kaltgepresstes Öl, ist hier zu nennen. Und Dinge wie zum Beispiel Pfeffer, da steht die Idee hinten dran, dass Inhaltsstoffe vom Pfeffer, das Piperin, Enzyme hemmen in unserem Magen-Darm-Trakt, in der Leber, aber auch in den Darmzellen, die praktisch gute Inhaltsstoffe abbauen können. Da müssen wir aber relativ hohe Mengen nehmen. Also ich würde aus Gewürzgründen pfeffern. Und das hat natürlich auch den Effekt, dass wenn man gut würzt, dass praktisch der Speichelfluss, aber auch dann unsere Bauchspeicheldrüse angeregt wird, viele Verdauungssäfte freizusetzen. Und die braucht es einfach, um allgemein die Nahrung gut aufzunehmen. Und man muss halt im Hinterkopf haben, viele dieser Langlebigkeitswirkstoffe im Gemüse, im Obst, die kommen ja gar nicht als gesamtes Molekül bei uns in den Zellen an, sondern das sind die sogenannten Metaboliten, also die kleinen Versatzstücke, die über den Dünndarm gespalten werden, aber zum Teil auch über unsere Darmbakterien. Und diese kleinen Stückchen, die aber sonst in der Nahrung nicht enthalten sind, die gelangen dann in unsere Zellen und haben diese positiven Wirkungen. Das habe ich jetzt richtig zusammengefasst. Ja, genau, ganz, ganz genau. Diese kleinen Phenolsäuren sind das meistens. Die können dann praktisch mit unserer Erbsubstanz interagieren und da Mechanismen auslösen auf genetischer Ebene, die unsere Zellen dann schützen. Und da sind wir beim Fermentieren. Das Fermentieren hat ja jetzt so eine Renaissance erlebt. Viele tun das gerne wieder, ich auch. Warum ist das Fermentieren so interessant? Ja, ich spreche da häufig von der extrakorporalen Verdauung. Also Verdauung, die außerhalb des Körpers liegt, hört sich ein bisschen, ja, vielleicht unangenehm an. Aber es sind die Milchsäure, wenn man zum Beispiel ein schönes Sauerkraut herstellt, da sind es ja die Milchsäurebakterien, die das Kraut umsetzen, die das sauer machen, weil da entsteht Milchsäure. Und neben dieser Milchsäure entstehen eben halt auch ganz viele tolle Metabolite, die wir dann aufnehmen können. Und diese Milchsäurebakterien, die das erledigen im Sauerkrauttopf sozusagen, die haben wir auch bei uns im Darm. Die gehören zu den gesunden und guten Darmbakterien. Und der Vorteil ist, wenn man fermentiert, dann nimmt man die Verdauung praktisch vorweg, die bei uns eigentlich in einem Bereich des Darms passiert, wo gar nicht mehr viel aufgenommen werden kann, nämlich im Dickdarm. Wenn wir aber vorher im Topf fermentieren oder im Glas, dann können wir die Metabolite auch schon aufnehmen in unserem Dünndarm. Also wir tun praktisch unserem Körper etwas Gutes, unterstützen den dadurch, dass wir praktisch Dinge, die wir selbst vielleicht produzieren würden, in höherer Menge dann aufnehmen können. Und fermentieren kann man ja quasi sämtliche Gemüse. Mache ich Man auch. muss dann halt darauf achten, zum Beispiel, wenn man da rangeht, das wird man auch angeleitet, das sollte man nicht einfach so machen, dass man praktisch dann sein Gemüse immer unter der Lake hat. Man hat also sogenannte Fermentierungsgewichte, muss man drauflegen, weil in dem Moment, wo das Gemüse praktisch mit Luft in Zusammenhang, in Berührung kommt, könnte es natürlich dann auch zu Fäulnisprozessen führen, könnten sich Pilze bilden. Das wollen wir natürlich nicht, aber solange in der Salzlake, wo die Milchsäurebakterien ihre Arbeit tun, da ist alles sicher und dann funktioniert das auch gut. Ja, man findet ja die Anleitung, wie man fermentiert, gut im Internet, und es ist wirklich einfach. Das ist zack, zack gemacht. Vielleicht noch ein Stichwort, was ich wichtig finde für all die, die gerne Vollkorn mögen. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, die Inhaltsstoffe der verschiedenen Weizen, Roggen, Dinkel etc. Die Phytate. Also wenn ich ein Müsli mache beispielsweise, kann ich Phytate verhindern, indem ich die Körner vorher einweiche. Das macht einen tiefen Sinn.
Vielleicht können Sie das kurz noch mal erläutern. Ja, also die Getreide, die haben Phytinsäure oder Phytate, das ist Salze der Phytinsäure, und die haben eine blöde Eigenschaft, die können eben komplexieren, und zwar Ionen komplexieren, wie zum Beispiel Calcium oder Magnesium. Vor allen Dingen das Calcium wird dadurch gebunden und kann vom Körper da nicht aufgenommen werden. Also wenn wir zum Beispiel Müsli sich herstellen, da kommt ja ein bisschen Milch drauf. Sagen wir mal, gehen wir mal davon aus, dass es Kuhmilch ist, da ist ordentlich Calcium drinne. Brauchen wir auch für den Knochenaufbau. Wenn wir dann aber zu viel Phytate haben, dann wird dieses Calcium gebunden und praktisch aus dem Körper ausgeschleust. Die sind aber gut wasserlöslich. Wenn ich also vorher das Getreide einweiche, dann wird das aufgelöst. Dann muss man natürlich das Wasser entsprechend wegschütten, weil dann die Phytate sich da drin gelöst haben und man kann praktisch dann die guten Inhaltsstoffe für sich nutzen, ohne dass es hier zu negativen Effekten kommt. Also beim Backen ist es so, wir haben ja, sagen wir mal, außen in der Kruste ist es sicherlich so, dass das sich reduziert. Aber innen drin ist es ja so, dadurch, wenn das feucht ist, und das bleibt ja bis zum Schluss feucht, da kommen wir schlecht über 100 Grad im Backgut. Und da ist nicht gesagt, dass das sich deutlich reduziert. Okay, also nicht zu viel Vollkornbrot essen. Es hat alles immer zwei Seiten. Es ist einfach. Da bin ich beruhigt. Noch eine Frage. Viele sagen sich, okay, also ich bin jetzt nicht in der Lage, 80% gemüsebasiert zu essen. Ich habe jetzt verstanden, es gibt wahnsinnig wertvolle Inhaltsstoffe in Gemüsen, die für meine gesunde Langlebigkeit enorm wichtig sind. Ja, dann nehme ich doch Nahrungsergänzungsmittel. Stichwort Resveratrol, das ist dieser Inhaltsstoff in der Schale der roten Weintraube. Es ist ein richtiger Star unter den sekundären Pflanzenstoffen oder Kurkumin oder Quercetin oder Fisetin. Und das gibt es ja jetzt alles schon. EGCG, das ist der Inhaltsstoff des grünen Tees. Alle nachweislich positiv für uns. Ja, dann nehme ich das doch als Pille. Und dagegen steht das Wunder des Phytokomplexes, oder? Ja, also die Natur hat das ja nicht so aufgearbeitet, dass wir praktisch das hochdosiert vorfinden, die einzelnen sekundären Pflanzenstoffe, sondern immer im Gemisch. Und wenn wir uns ausgewogen ernähren und besonders vieles und Buntes miteinander kombinieren, dann bekommen wir eigentlich einen super Cocktail an den Substanzen, die dann praktisch die Gesundheitswirkung bringen können. Und die interagieren doch auch zum Teil. Ne? Das finde ich das Wichtige, dass man ja sonst in Nahrungsergänzungsmitteln nur einen Wirkstoff aufnimmt, aber in dem Gemüse oder im Obst, die enthaltenen sekundären Pflanzenstoffe, die wirken positiv auch noch verstärkend miteinander. Genau, und das ist gar nicht so einfach nachzuweisen, muss man sagen. Deswegen die Forscher im Labor, die arbeiten halt sehr gern mit Einzelsubstanzen, weil dann die Effekte auch auf eine Substanz zurückzuführen sind. Und wenn man mit Gemischen arbeitet, muss man die klar definieren. Man muss sie standardisieren auf bestimmte Leitsubstanzen, damit eben die Ergebnisse, die wir in der Forschung rausbekommen, auch miteinander vergleichbar sind. Aber sagen wir mal, die Forschung ist das eine und das gesunde Leben ist das andere. Und wir wissen auch, dass zum Beispiel, ich habe vorhin schon mal Paracelsius erwähnt, dass die Dosis das Gift macht. Beispiel Beta-Carotin. Da hat man vor einigen Jahren gedacht, oh, das ist eine gute Antioxidanz. Wer viel raucht, braucht viel Antioxidantien. Und man hat dann klinische Studien initiiert mit Nahrungsergänzungsmitteln. Die Raucher sollten also so Kapseln nehmen mit Beta-Carotin. Und was man festgestellt hat, man musste die Studien abbrechen, weil die
das Beta-Carotin genommen haben, die haben noch mehr Lungenkrebs entwickelt, weil es letztendlich nicht nur Antioxidant, sondern in hoher Menge auch Prooxidant sein kann. Also da kann der Schuss nach hinten losgehen und wir brauchen von vielen Dingen in der Nahrung nur ganz geringe Mengen, um dem Körper letztendlich physiologische Reaktionen zu entlocken. Das ist noch nicht 100% alles aufgeklärt, aber da braucht sicherlich auch neuen Ansätzen in der Forschung, wo wir eben auch den Gemischen besser auf die Spur kommen können. Das hat ich zwei Schlussfolgerungen, zum Beispiel EGCG, das ist dieser Wirkstoff des grünen Tees. Ich kann literweise pro Tag trinken von grünem Tee, aber keine EGCG-Tabletten nehmen, weil die häufig viel zu hoch dosiert sind. Das geht dann wieder der Schuss nach hinten los. Und 80% gemüsebasierte Ernährung, 500 bis 600 Gramm Gemüse und Obst am Tag, ist aber auch nach dem, was Sie sagen, wir brauchen nur wenige dieser Wirkstoffe, aber die brauchen wir. Das ist aber trotzdem die richtige Menge, oder? Ja, weil das ist schon die richtige Menge, weil entsprechend da natürlich auch nur wenig drin ist. Also wir brauchen natürlich da auch eine ganze Menge an Gemüse, um praktisch dann so die Mindestmengen da uns zuzuführen, wenn wir jetzt von den sekundären Pflanzenstoffen sprechen. Und man muss natürlich auch gucken, wenn wir jetzt Kohlenhydrate und Fett weglassen, da muss natürlich auch ein bisschen Sattmacher dabei sein, Stichwort Bohnen. Also da sind wir schon auf der richtigen Fährte. Und vor allen Dingen bringen uns diese Menge dann auch das Optimum an Ballaststoffen, also an unverdaulichen Stoffen in unserer Ernährung, die wir eben für ein gesundes, langes Leben brauchen. Und die immer unterschätzt werden. Herr Professor Eckert, vielen, vielen herzlichen Dank. Allerletzte Frage: Was gibt's heute bei Ihnen? Heute habe ich mir ein Gericht aus unserem Kochbuch ausgesucht. Es gibt heute rote Beete mit Schwarzwurzelsalat. Zu finden unter den 70 Rezepten in unserem Buch Der Verjüngungsplan. Ich bedanke mich, Herr Vielen Dank. Professor Eckert. Ich glaube, wir haben jede Menge mitgenommen. Und ich sage noch meinen Spruch. Alles wird gut, aber nicht von alleine. Dankeschön, Herr Professor Eckert. Gerne.